Kailash im westlichen Tibet ist wahrscheinlich der heiligste Berg in der Menschheitsgeschichte. Er symbolisiert das Herzchakra Buddhas. Er ist der Ort, wo Shiva und Parvati, Shiva, Mahadev, Gott der Götter, zu Hause ist. Fast unnahbar. Er ist der heilige Berg der Bön-Schamanen. Er ist der heilige Berg der Jaina-Religion. Also es ist wirklich ein ganz heiliger Berg. Und ich wollte schon immer mal dort die Umwandlung machen, die Parikarma heißt das, die Umwandlung machen. Und eines Tages rief Konrad an und sagte, ja, wollen wir mal diese Wanderung machen? Ich sagte, nee, da bin ich zu alt. Er sagte, ah, Quatsch, komm, machen wir sie. Und da sind wir jetzt los nach Tibet. Eine viel längere Anreise, als ich überhaupt dachte. Wir fuhren 3 Tage durch baumloses Land. Es war so gerade Ende Winter. Und dann kamen wir langsam zum Kailash und wurden sehr krank. Dünnpfiff und stinkende Furze und man konnte nicht schlafen und der Appetit versagte einem. Und am Morgen konnte ich nicht sehen. Es war wie die extreme Askese. Ich habe mich gefragt, was ist das? Es ist so, wenn man diesem heiligen Berg nahe kommt, ist es, als ob alle Dämonen, die in einem sind und in der Aura nisten, abspringen müssen. Und auf diese Art und Weise wird man gereinigt. Die Umwanderung, die dauert 3 Tage. Die Zirkumambulation 3 Tage. Und man bewegt sich zwischen, ich denke, so 4.500 und 5.800 Meter. Das ist sehr hoch, wenn man bedenkt, dass der höchste Berg Europas, Mont Blanc, 4.500 Meter ist. Also man ist dann ganz, ganz hoch und man kommt sich vor wie ein Fisch außerhalb vom Wasser. Japsen, japsen, japsen. Hotels und so weiter im normalen Sinne gibt es nicht. Das sind nur so kleine Löcher. Zum Glück gibt es schöne Decken. Toiletten und Waschen kann man praktisch vergessen. Als wir loswanderten, kam noch ein kleiner Schneesturm und wir wanderten auf dieser Höhe und schauten den Kailash. Manchmal ist er verhüllt im Nebel. Ist ein Ring Berge um ihn herum. Es ist wie so erhaben, fast unnahbar. Man spürt seine Nähe. Und als wir da liefen, das ist wie jeder Schritt ist bewusst. Und es ist auf der einen Seite läuft man in dieser Welt und auf der anderen Seite in der anderen Welt. Wenn ich stehen blieb, war es, als öffnet sich der Boden und man konnte ganz tief schauen in Dimensionen, die einem im Alltag verschlossen sind. Die Steine vibrierten und glühten wie belebte Wesen. Es sind belebte Wesen. Wenn ich lange genug gestanden bin, konnte ich mit diesen Steinen reden, so wie Edelsteine glühten sind. Und das war dann die Umrundung. Es war ein Ausflug in eine mythologische Dimension. Und trotzdem war es auf dieser Welt. Es ist also ein heiliger Ort, ein Ort, der uns unserem Selbst nahe bringen kann. Also was wir ganz tief in unserer Seele haben, kommt auch da zum Vorschein. Und und man spürt die Gegenwart der Götter. Man spürt die Gegenwart der Götter, die im Hintergrund weben. Und man spürt die Tiefe
unseres Seins, Daseins. Kailash im westlichen Tibet ist wahrscheinlich der heiligste Berg in der Menschheitsgeschichte. Er symbolisiert das Herzchakra Buddhas. Er ist der Ort, wo Shiva und Parvati, Shiva, Mahadev, Gott der Götter, zu Hause ist. Fast unnahbar. Er ist der heilige Berg der Bön-Schamanen. Er ist der heilige Berg der Jaina-Religion. Also es ist wirklich ein ganz heiliger Berg. Und ich wollte schon immer mal dort die Umwandlung machen, die Parikarma, Karma, Parikarma heißt das, die Umwandlung machen. Und eines Tages rief Konrad an und sagte, ja, wollen wir mal diese Wanderung machen? Ich sagte, nee, da bin ich zu alt. Er sagte, ah, Quatsch, komm, machen wir sie. Und da sind wir jetzt los. Nach Tibet, eine viel längere Anreise, als ich überhaupt dachte. Wir fuhren 3 Tage durch baumloses Land. Es war so gerade Ende Winter. Und dann kamen wir langsam zum Kailash und wurden sehr krank. Dünnpfiff und stinkende Furze und man konnte nicht schlafen und der Appetit versagte einem und am Morgen konnte ich nicht sehen. Es war wie die extreme Askese. Ich habe mich gefragt, was ist das? Es ist so, wenn man diesem heiligen Berg nahe kommt, ist es, als ob alle Dämonen, die in einem sind und in der Aura nisten, abspringen müssen. Und auf diese Art und Weise wird man gereinigt. Die Umwanderung, die dauert 3 Tage. Die Zirkumambulation 3 Tage. Und man bewegt sich zwischen, ich denke so 4.500 und 5.800 Meter. Das ist sehr hoch, wenn man bedenkt, dass der höchste Berg Europas, Mont Blanc, 4.500 Meter ist. Also man ist dann ganz, ganz hoch und man kommt sich vor wie ein Fisch außerhalb vom Wasser. Ja, was, japsen, japsen, japsen. Hotels und so weiter im normalen Sinne gibt es nicht. Das sind nur so kleine Löcher. Zum Glück gibt es schöne Decken. Toiletten und Waschen kann man praktisch vergessen. Als wir loswanderten, kam noch ein kleiner Schneesturm und wir wanderten auf dieser Höhe und schauten den Kailash. Manchmal ist er verhüllt im Nebel. Ist ein Ring Berge um ihn herum. Es ist wie so erhaben, fast unnahbar. Man spürt seine Nähe. Und als wir da liefen, das ist wie jeder Schritt ist bewusst und es ist auf der einen Seite läuft man in dieser Welt und auf der anderen Seite in der anderen Welt. Wenn ich stehen blieb, war es, als öffnet sich der Boden und man konnte ganz tief schauen in Dimensionen, die einem im Alltag verschlossen sind. Die Steine vibrierten und glühten wie belebte Wesen. Es sind belebte Wesen. Wenn ich lange genug gestanden bin, konnte ich mit diesen Steinen reden, so wie Edelsteine glühten sind. Und das war dann die Umrundung. Es war ein Ausflug in eine mythologische Dimension. Und trotzdem war es auf dieser Welt. Es ist also ein heiliger Ort, ein Ort, der uns unserem Selbst nahe bringen kann. Also was wir ganz tief in unserer Seele haben, kommt auch da zum Vorschein. Und und man spürt die Gegenwart der Götter.
Man spürt die Gegenwart der Götter, die im Hintergrund weben. Und man spürt die Tiefe unseres Seins, Daseins.